Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Tell Me Why. War mir irgendwo eine Erinnerung? Hier am Fenster stand sie also und hat uns heimlich beim Spielen gezeichnet. Sie hatte uns immer im Blick. Mich hat's gerade richtig gefröstelt. Das wollte ich mal lesen. Aber die Kapitel waren ganz durcheinander. Ist der Autor nicht durchgedreht oder so? Klar, dass es Marianne gefiel. aber bevor es hier losgeht, habe ich mir so gedacht, könnte ich es doch so machen, dass ich zu Beginn jeder Folge eine Geschichte vorlese. Eine, die wir natürlich noch nicht hatten. So. Ne? Wer das nicht haben möchte, der kann ja durchskippen. Ich werde auch versuchen, die sonstige Folgenlänge nicht zu beeinflussen. Heißt, nach dem Lesen 30 Minuten und das Lesen halt extra. So. Der Bär und die Prinzessin. Es war einmal im uralten und tiefen Wald ein alter Bär am Ufer des Flusses, der Jagd auf die Lachse machte, die zu ihren Laichgründen unterwegs waren. Gerade als er ein besonders fettes Exemplar in seiner Pranke hielt, hörte er den Hilferuf einer jungen Frau. Kurz dachte er darüber nach, einfach seinen Lachs zu fressen, doch schon schrie sie abermals und der Bär machte sich auf, der Sache auf den Grund zu gehen. Es dauerte nicht lange, bis er auf die Prinzessin traf, die sich an den Wipfel eines Baumes klammerte, während unten ein Wolf hungrig seine Kreise zog. Für gewöhnlich würde der alte Bär in eine solche Angelegenheit nicht einmischen. Schließlich war auch er ein Raubtier und verstand den Drang des Wolfes, auf die Jagd zu gehen. Doch als er die Prinzessin sah, war er von ihrer Schönheit verzaubert und wusste, dass er helfen musste. Mit wildem Gebrüll stellte sich der Bär auf seine Hinterbeine und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Der Wolf knurrte und schnappte in seine Richtung, doch der Bär brüllte abermals und der Wolf machte sich mit dem Schwanz zwischen den Beinen ins Dickicht davon. Der alte Bär ließ sich wieder auf seine Vorderpranken fallen und blickte zu der Prinzessin auf. Sie erwiderte seinen Blick voller Furcht. »Du kannst runterkommen«, sagte er. »Woher weiß ich, dass du mich nicht bloß gerettet hast, um mich dann selbst zu verspeisen?«, fragte die Prinzessin. »Diese Frage ist wohl nur gerecht«, gestand der alte Bär ein. »Aber ich verspreche dir, ich werde dich nicht fressen.« Die Prinzessin hatte keinen Grund, dem alten Bären zu trauen. Doch der gütige Ausdruck in seinen Augen ließ sie langsam vom Baum herabsteigen. Als sie den Boden erreichte, sah der Bär sie einfach ruhig an. Also vermutete sie, dass sie wohl heute nicht gefressen werden würde. »Vielen Dank«, sagte sie zu dem alten Bären. »Gerne«, sagte er. »Darf ich dich zurück nach Hause begleiten?« »Sicher«, erwiderte die Prinzessin. Und so wanderten die Prinzessin und der alte Bär gemeinsam durch den Wald und zurück zum großen Holzhaus. Nach diesem Tag fand die Prinzessin gelegentlich Geschenke vom Bären vor. Ein frisch gefangener Lachs, eine Handvoll reifer Beeren, ein frisch erblühtes Hasenglöckchen. Eines Frühlings flutete eine plötzliche Eisschmelze den Weg zum Haus der Prinzessin und der alte Bär kam, um sie auf seinem Rücken über den Fluss zu tragen. Der alte Bär begann darüber nachzudenken, dass die Prinzessin seine Gefährtin sein sollte. Schließlich hatte sie selbst keinen Gefährten und brauchte einen. Und er könnte sie wärmen, ihr einen weitaus angemesseneren Bau bieten, ihr Fische fangen und sie vor den Wölfen beschützen. Sie wiederum würde sein Fell bürsten, Beeren pflücken, ohne sie zu zerquetschen, und diese eine bestimmte Stelle an seinem Rücken kratzen, die er einfach nicht erreichen konnte. Und so, wie sie sich um die Kobolde kümmerte, würde sie seinen Jungen eine ausgezeichnete Mutter sein. Eines Tages erschien der Bär mit einem aus Fichtenzweigen geflochtenen Ring und bat die Prinzessin um ihre Hand. »Verzeih mir«, sagte die Prinzessin, »du bist ein sehr guter Freund und ich weiß das alles zu schätzen, was du für mich getan hast. Doch heiraten kann ich dich nicht. Du bist ein Bär, ich bin eine Prinzessin. Es würde nie funktionieren.« Der alte Bär war schwer betrübt. »Können wir immer noch Freunde sein?«, fragte er. »Wir werden immer Freunde sein«, sagte die Prinzessin. »Doch ich werde dich niemals heiraten.«
Der alte Bär und die Prinzessin führten ihre Freundschaft fort, und nach einem Jahr hielt er abermals um ihre Hand an, und sie lehnte abermals ab. Ein Jahr später geschah es ebenso und ein weiteres Mal ein Jahr darauf, sodass die Prinzessin schließlich sprach: Alter Bär, du bist mein treuer Freund und ich weiß alles zu schätzen, was du je für mich getan hast. Aber lieber ließe ich mich von den Wölfen fressen, als dich zu heiraten. Und so wird es immer sein. Ich habe alle Hände voll zu tun mit den zwei Kobolden, die unter meinem Haus leben. Und sie sind alles, was ich brauche. Der alte Bär war von ihren Worten tief verletzt. Doch endlich unterließ er seine Anträge. Die beiden blieben Freunde und er schenkte ihr weiterhin frisch gefangene Lachse, reife Beeren und frisch erblühte Hasenglöckchen. Doch nie wieder bat er sie um ihre Hand, so gerne er es auch getan hätte. Und das war die Geschichte davon, wie sich die Prinzessin mit dem alten Bären anfreundete und wie sie ihn zurückwies. So, das waren jetzt 5 Minuten. Ab jetzt zählen 30 Minuten Folge. So, ich habe hier immer noch Stimme da. Ich dringe nicht zu Ihnen durch. Was auch immer los ist, ich komme nicht an Sie ran. Sie haben mir früher alles erzählt, aber Sie blocken mich ab, Tessa. Sie machen dicht. Ich habe gerade so viel um die Ohren und Sie sind überzeugt, dass ich Ihnen Böses will. Keine Ahnung warum. Ich brauche sie. Meine beiden kleinen Kobolde. Sie hat geweint. Wir haben an der Tür gelauscht. Sie so zu sehen, als ob sie noch hier ist. Das... Es ist zum Kotzen. Sie war ein psychisches Wrack in den letzten Monaten, oder? Figürchen. Neues Sammlerstück, die kluge Prinzessin. Sie musste immer ein Foto von uns in der Nähe haben. Warum ausgerechnet das? Guck dir mal unseren Gesichtsausdruck an. Oh, das erklärt einiges. Wir sind noch fast voll. Sie war zu stur, um Medikamente zu nehmen. Nicht hier anfassen. War klar. Ich hab's gewusst. Ob sie es gelesen hat? Na klar. Sie war so neugierig. Tyler, beruhig dich. Sie wollte halt zu euch durchdringen. Sie wollte euch verstehen. Sicher macht man das nicht, aber... wollte es verstehen. Na, Allison, sagst du es ihm? Was du gerade gefunden hast? Tyler. Tyler. Was? Guck mal. Her. Es lag da, auf ihrem Schreibtisch. Wirklich? Willst du mich verarschen? Nein. Okay, lass uns das jetzt nicht überinterpretieren. Das ergibt doch keinen Sinn. Sie war wütend, oder? Sie war wütend über meinen Haarschnitt. Sie griff mich wegen meines Haarschnitts an. Sie war wütend und ging auf dich los. Wir haben's gesehen. Was soll der Scheiß dann? Seid ihr euch sicher, dass euch eure Erinnerungen keinen Streich spielen? Ich weiß nicht. Tyler, komm her. Das kann sie mir nicht antun. Nicht jetzt. Da ich endlich einige Dinge begriffen habe. Oh
Das war dein erster Fehler. Zu denken, dass irgendwas hier Sinn macht. Zehn Jahre unter der Erde und sie schafft es immer noch, uns zu behelligen. Ja. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Anmerkung. Ich glaube nicht, dass die Mutter den beiden jemals etwas Böses wollte. Bist du dir auch wirklich ganz sicher? Bin ich. Jetzt mach. Okay. Einfach kurz, dann einfach los. Ab. Flop, flop, flop. Schnipp, schnapp. Haare ab. Wie ein gerupftes Kissen. Ist alles ab? Ja. Es sieht echt toll aus. Im Ernst? Ja. Ich will es gleich Mom zeigen. Sie war in letzter Zeit so traurig. Mehr als traurig. Sie war echt unheimlich. Aber nicht heute Abend. Es war schon fast wie eine Party. No. Danke sehr, Allison. Du musst mir nicht danken. Du bist meine Schwester. Ich fühle mich mehr wie dein Bruder. Bruder, Schwester, wir passen auf uns auf. Aber ich bin sicher, ich habe dir gerade einen schlechten Haarschnitt verpasst. Mom? Und ab hier setzt die verfälschte Erinnerung ein. Würde ich sagen. Eine 1 Million%. Das hat eine andere Ursache. Es mag sich so zugetragen haben, aber die Interpretation war falsch. Schön, dass du es wieder hast. Finde ich auch. Vielleicht wollte sie herausfinden, wie es dir geht. Naja, sie hätte mich fragen sollen. Ich war kein verdammtes Forschungsprojekt, ich war ihr Kind. Wegen des Buchs. Ein Transgender-Kind aufziehen? Mann,
Weißt du, wie selten diese Bücher 2005 waren? Wollte sie herausfinden, wie sie mir helfen kann? Vielleicht. Sie war keine Hilfe, sie... Es ergibt keinen Sinn, ich weiß. Deine kurzen Haare haben sie aufgebracht, stimmt's? Allison, sie kannte mein Tagebuch, sie wusste es schon. Es war nicht meine Frisur. Und wenn das nicht stimmt... Scheiße. Du denkst, sie hat's gelesen. Vielleicht hat sie das Tagebuch ja nie geöffnet. Und alles war genauso, wie wir immer dachten. Aber wenn doch, wenn alles anders ist. Gott, Tyler, sicher, vielleicht lagen wir falsch. Aber was nützen uns diese Fragen jetzt? Außer nicht mit dem Gedanken leben zu müssen, dass meine Mutter mich meinetwegen umbringen wollte? Tyler, ich weiß, dass du irgendwas finden willst. Irgendwas, das all dem hier einen Sinn gibt. Aber sie war gestört. Das ist alles? Sie war verrückt. Und das war's. Wir wären sicher besser dran, es hinter uns zu lassen. Warum sprechen wir nicht mit Leuten, die sie kannten? Vielleicht sagt ihnen das Buch ja was. Niemand will über Marianne sprechen. Sie tun, als hätte es die Nacht nie gegeben. Was ist mit Tessa? Sie war Marianne's beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu. Ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Allison, komm doch mal runter. Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Hey, ich habe dir doch schon erklärt, warum es mir wichtig ist. Warum wehrst du dich immer noch so dagegen? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Ich wollte mit dir darüber reden. Aber es kam nie der richtige Zeitpunkt. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Finde ich gut. Kuchen aus Backmischung und peinliche Fotos. Echt. Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Also, ich dachte mir, müssen wir das Haus dann echt so schnell verkaufen? Das hatten wir schon. Wir waren uns einig, dass wir einen klaren Schnitt brauchen. Glaub mir, das weiß ich. Ich will ja überhaupt nicht lange bleiben. Nur bis wir einige Antworten haben. Und du denkst, die finden wir hier? Vielleicht nicht hier, aber es ist zumindest ein Anfang. Wo sonst? Naja, es wäre schade, wenn es wirklich etwas gäbe und wir entsorgen's. Wie wär's, wenn wir suchen, ohne den Verkauf zu verschieben? Wenn wir sehen, dass wir noch Zeit brauchen, sprechen wir nochmal. Okay. Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne. Aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay. Deal. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe.
Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel. Nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Mom und Allison haben wieder gestritten. Wenigstens schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Arlie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen, aber ich glaube, sie weiß schon davon. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, weil es ein Jungensport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas ändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Gestern bei Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool. Aber Mom hat es herausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Sium, sium. Samstag, 5. Februar 2005. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen, aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen fast nicht mit uns geredet. Arlie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. 1.3.2005. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören und diesen blöden Namen auch nicht. Ich bin Olli, der Kobold. Keine schlechte Aussicht, oder? Ganz vergessen, wie schön es ist. Erinnerst du dich, als wir den zugefrorenen See überqueren wollten? Klar, das vergesse ich nie. Marianne hat eine Stunde lang geschimpft. Naja, sie hatte eigentlich recht. Mhm. Es war super gefährlich. Wenn wir reingefallen wären, tschüss, Kobolde. Wir sind am See aufgewachsen. Wir können dünnes Eis erkennen. An so einem Ort würde ich echt gerne leben. Nur nicht hier. Da, wo es mehr Bäume als Menschen gibt? Ganz genau. Lass dir nur etwas mehr Zeit für die Planung als Marianne. Bin schon dabei. Mit meinem Abschluss kriege ich ohne Probleme einen Job als Ranger. Nachdem du ein bisschen in Juno gelebt hast? Das steht immer noch offen. Schöner Ring. Von deinem Freund. Komm. Ich hab dir doch gesagt, dass ich Single bin. Reit nicht drauf rum. Warum kommt er mir bekannt vor? Ist ein Geschenk von Eddie. Hey. Er ließ beide zur gleichen Zeit machen. Beide? Oh, warte. Ja, er soll angeblich mit dem verbunden sein, den er dir gab. Auf spirituelle Art. Glaubst du an sowas? Du meinst, dass wir noch auf andere metaphysische Art verbunden sind? Du weißt schon, neben der, mit der wir Gedanken und Erinnerungen teilen. Punkt für dich. So. Echt seltsam. Man vergisst bei Navinada, das Crossing doch ist. Ich bin sicher, Marianne hat das versucht. Kann's ihr nicht verübeln. Wir müssen später dort einkaufen. Bist du bereit dafür? Ja, aber ein Tag ohne Arschlöcher war echt angenehm. Nur noch ein bisschen. Dann ist jeder Tag arschlochfrei. Das ist vielleicht zu viel verlangt. Zumindest ist der Gletscher noch da. Ich frage mich nur, welche Geschichten er zu erzählen hätte. Wenn er einen Mund hätte. Erinnerst du dich an die Eishöhle? Die des alten Bären? Genau die. Die wäre perfekt als Geheimbasis geeignet, wenn wir sie je wiederfinden würden. Weißt du, ich habe sie vor ein paar Jahren tatsächlich gesucht. Wirklich? Nee, oder?
Und? Wir haben sie gefunden, aber der Eingang war verschüttet. Ach, schade. Wie lange der Gletscher noch da sein wird, ist die große Frage. So, ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts mehr. Man traut sich so, bei dem ganzen Gerede in dem Spiel gar nicht selbst was zu sagen, weil man würde ja die Szene kaputt machen, ne? Tja, wir gehen jetzt wohl besser. Und ich dachte schon, du reißt dich nie los. Ja, sorry. In solchen Aussichten, da verliere ich mich so leicht. Geh vor, ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Also wenn mir zufälligerweise viel Geld in den Schoß fällt, ich kaufe das Haus. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3, 2. Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Habe ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler. Mein Bruder. Ein Bruder? Oh, Scheiße. Ich habe davon gehört, aber ich dachte nie. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Er ist ein richtiger Mann, du Idiot. Komisch, du auch, Sam. Du weißt, was ich meine. Ich wusste nur nicht, dass man als Frau so wie ein Mann aussehen kann. Oh Gott. Keine Frau, die wie ein Mann aussieht, Sam. Ein Mann. Ein richtiger Mann. So wie du. Ach, Scheiße. Ich bin wohl wieder ein Arsch. Du musst uns alten Säcken verzeihen. Ganz bestimmt nicht. Komm schon. Kinder ändert ständig die Regeln. Da kann doch keiner mehr mithalten. Du musst die Menschen eben einfach so respektieren, wie sie sind. Ja. Das ist nicht schwer. Nein, nicht schwer. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig. Dann gewöhn dich dran. Wir verschwinden nämlich nicht einfach. Dieser Blick von Allison. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als, naja, was sie bekommen hat. Hör nur, ich den Helikopter. Ist der im Spiel oder draußen? Bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Nicht alles. Die Waffe, mit der sie uns töten wollte, ist bestimmt auch noch da. Tyler! Was? Tyler will damit sagen, dass ein Neustart uns beiden gut tut. Natürlich. Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Guter wie schlechter. Aber vielleicht auch ein paar guten. Mhm. Ali, hörst du mich? Ty, das sollten wir nicht machen, wenn wir gerade mit jemandem sprechen. Der ist stockbesoffen. Keine Chance. Er ist immer stockbesoffen. Naja, wer weiß. Vielleicht bringt ihn das zum Reden. Hör auf. Unsere Familie wird eh schon seltsam. Ah. Alles okay mit euch beiden? Klar. Nein,
Oh. Okay. Ah, ist so schön. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel an ihrer Schlafzimmertür. Ah, ja. Ihr zwei kamt immer reingeschlichen und gab dir keine Ruhe. Habt ihr es gelöst? Ja, wohl besser spät als nie. Ich hab's nie gelöst. Nicht, dass ich's gewollt hätte. Ich... Also, jetzt kennt ihr alle Geheimnisse eurer Mutter, was? Sie hatte bestimmt noch ein paar andere. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Ich nicht. Ich sag's mal so. Tyler nimmt eine ziemlich anklagende Haltung ihm gegenüber ein, aber ja. Sam ist halt ein bisschen von der alten Schule. Die sind ein bisschen langsamer, was das ganze Thema angeht. Und ja, er hat sich entschuldigt und versucht, sich zu bessern. Aber ich finde irgendwie Tyler ist so passiv-aggressiv ihm gegenüber. Kann auch an der Flinte liegen, die am Anfang auf ihn gerichtet wurde. Mit 5 Sekunden Bedenkzeit. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Nö. So besoffen ist er keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut. Wir müssen noch einkaufen und Onkel Eddie erwartet uns. Also... Okay, ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Die Schlüssel? Sam, wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Ihr wollt Brown sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Ja? Ich glaube, er ist ein guter, Sam? Also... Hm? So ein bisschen besoffener Teddybär. Sam? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will. Tyler. Oh. Ja, naja, passt auf euch auf, ihr beide. Mordlustiger Psycho... Hey, wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. Liegt vielleicht daran, dass ich eine Frau bin, aber ich kann mich eher in Allison reinfühlen als in ihn. Also ja, ich verstehe Tylers Standpunkt auch irgendwo, aber... Weiß ich. Ja. Gut. Allison hat teilweise übertrieben gereizt reagiert und er war jetzt gerade zu passiv-aggressiv, keine Ahnung. Alles nicht so einfach.
Zeit für Veni, Vidi, Vecchi? Gut, reden wir mit Hesse. Nur zur Information, die heißen Vecchi mit Nachnamen, deswegen. Aber denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht. Und damit... Ich nehme an, das ist Michael. Beende ich die Folge für heute. Bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Likes und auch Kommentare freuen. Und ja, hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tell Me Why dann wieder. Bye, bye.